Ja, liebe Freunde der Seichenunterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow Hearts. Wir sind jetzt also immer noch in London und haben gesehen, dass dieses Kind da angegriffen wird und da haben wir doch definitiv was dagegen. Und das sollten wir jetzt schnellstmöglich mal aufklären. Hey, gib endlich Ruhe! Oh. Und alle drei rennen hin. Kann ja auch nicht wahr sein, sowas. Sich gegen ein Kind zu vergreifen. Du da! Lass das Kind in Ruhe! Wer zum Teufel sind Sie? Halten Sie den Mund, das geht Sie gar nichts an. Das Gesetz in dieser Stadt schreibt vor, dass alle Waisen ins Waisenhaus gehören. Komische Regel. Halt's Maul und kümmere dich um deinen eigenen Dreck. Ich habe ein Problem mit dir, du Spasti. Ha! Okay, jetzt stößt er den Kleinen wieder weg. Und rennt weg. Naja, ist sehr mutig. Alles in Ordnung? Du hast eine Schramme am Knie. Lass mich mal sehen. Jautsch! Ist schon okay. Oh oh. Hey, das tut weh, alte Ziege! Was? Du meinst wohl danke für die Hilfe, liebe Dame? Oh, ja, natürlich. Das meinte ich. Oh, diese Rotznase. Naja. Was für eine schreckliche Art und Weise, mit einem Kind umzugehen. Sag, wo ist dein Zuhause, Kleiner? Zuhause? Oh, jetzt rennt er weg. Oder was ist jetzt los? Da runter! Okay. Möchtest du, dass wir dich nach Hause bringen, kleiner Lümmel? Ich glaube nicht. Echt? Danke, meine Dame. Der kleinen Rotznase sollte man die Ohren langziehen. Na, die aber auch. Hast du etwas gesagt? Nö. Nun, gehen wir, ja? Okay. Oh, Chris. Joshua! Chris! Was ist passiert? Du bist verletzt. Mir geht's gut, aber dieser schwarz angezogene Kerl hat mich fast gekidnappt. Diese Leute haben mir geholfen. Oh je, verstehe. Vielen Dank, dass ihr meinem Bruder zur Hilfe gekommen seid. Komm, Joshua, bedanke dich. Okay. Danke für alles, ihr beiden und Frau der, meine Dame. Er ist ja zum Schießen, der Typ. Oh, nichts zu danken. Nun, ich bin froh, dass alles geklappt hat. Aber trotzdem. Wenn du mich noch einmal dämlich nennst, drehe ich dir den Hals um. Okay. Dann also, tschüss. Sie macht mir Angst. Und rennt weg. Okay. Naja, komisches Szenario. Wie dem auch sei. Was ist jetzt los? Ich frage mich, wenn es nur die beiden sind. Der ältere Bruder scheint ganz nett. Nun, sie sehen sich ganz und gar nicht ähnlich. Lass uns gehen. Ja, merkwürdig irgendwie, ne? Waisenkind? Nachbarschaft? Oh, oh. Was ist denn jetzt los? Was ist? Meine Brieftasche. Ich hatte sie in mein Shirt gesteckt. Ich habe sie verloren. Oder? Dieser kleine Ganove. Oh, nee. Margarete, das ist es nicht wahr. Diese Stelle erinnert mich an ein anderes Spiel. Ja, schauen wir mal hier nach. Und? Dass jemand nämlich sein Portemonnaie verloren hat. Okay. Also konnte man da nur rausgehen. Wir gehen mal hier in das Haus rein. Alles klar. Schauen wir mal, was hier so los ist. Hallo, komm nur herein. Warum so ein Gesicht? Ist was passiert? Ja, ich wollte nur nett sein und die Gören stehlen mir die Brieftasche. Brieftasche gestohlen? Wahrscheinlich die London Rats. Ich weiß ein bisschen was über die. Halley. Okay, hier müssen wir den Namen für jemanden eingeben, den wir noch treffen werden. Halley. Der Ruf Halbstarker. Okay, da gibt es eine Gang von Straßenkindern. Ein Punk namens Halley ist ihr Anführer. Ja, ich sehe sie immer wieder. Müssen wohl irgendwo hier hausen. Na, ich denke, ich gehe ins Gasthaus zurück. Der Alte sollte mittlerweile dort sein. Ich muss ihn treffen. Okay. Stiller Hausierer ist hier. Schauen wir mal, ob wir bei dem was kaufen können. Wir haben jetzt nämlich die Möglichkeit, was mit Rabatt zu machen. Und wie ich sehe, könnten wir auch jetzt Ausrüstung kaufen. Aber da unser Portemonnaie fehlt... Ja. Ach, wir haben die Gegenstände noch. Wir haben sie nur nie ausgerüstet. Haha. Okay. Das holen wir mal ganz schnell nach. Die Immerbibel. Okay, sie hatte noch keins. Und die anderen lassen... Oh, obwohl, ausrüsten muss ich Alice und Margarete in Sachen Ausrüstungsgegenstand ja auch noch. Hoho. Gut, dass ich das noch in Erinnerung habe. Beziehungsweise mir das gerade in Erinnerung gerufen wurde.
Egal, wie dem auch sei. Gehen wir erstmal hier hinter den Tresen und finden ein Mana-Extrakt. Sehr schön. Was man alles hier so in der Kneipe findet, ist ja unheimlich. Naja, egal. Ja, was ist hier noch so Tolles? Gar nichts mehr. Opti-Mopti. Schön. Ich hoffe, euch gefällt die neue Aufnahmetechnik mit Fraps, auch wenn da noch ein paar Desyncs drin sind. Ich muss mich mal, wenn ich wirklich mal wieder Zeit habe, mit jemandem zusammensetzen, dass ich die Fehler behebe. Und eine Eichenschleuder gefunden. Oh, sehr schön. Die Schleuder, zu der kommen wir später. Und schauen wir erstmal, was er hier zu uns zu sagen hat. José, der das Rauchen aufgibt. Was? Ihr sucht ein paar Kids? Ah, die haben euch wohl übers Ohr gehauen, wie? Von den London Rats. Ja, okay, schauen wir uns erstmal hier. Der hartnäckige Raucher. Die London Rats sind eine Kinderbande, die hier ihr Unwesen treibt. Sie haben es auf Touristen abgesehen und erbetteln ihr Essen von ihnen. Oder klauen ihnen die Brieftaschen. Der Barbesitzer weiß sicher genauer Bescheid. Ja, den haben wir ja schon gesprochen. Wir wissen schon, was da los ist. Und was ist da los? Wer bist denn du? Der kluge Karl. Ich rede nicht gerne mit Fremden, entschuldigt. Aber ich will, dass ihr geht. Ja, eine sehr schöne Ausdrucksweise von ihm. Aber wir gehen einfach mal doch nicht rein. Guti. Wollen wir mal schauen, was hier hinten ist. Okay, ein neuer Screen macht sie auf. Schauen wir mal, ob wir irgendwas hier finden. Okay, hier ist was. Sieht aus wie ein verfallenes, verlassenes Haus. Ja, stimmt wohl. Und finden wir hier noch irgendwas? Oh, eine Tür. Ein alter Fensterladen fällt vom Haus. Warum sagt er sowas? Naja, egal. Tüdi. Alles klar, also viel zu diesem Ort möchte ich jetzt noch nicht sagen. Das kommt bestimmt noch im Laufe des der heutigen Aufnahmesession. Deswegen möchte ich jetzt noch nichts davon erwähnen. Guti. Alles klar. Schauen wir mal, was wir jetzt hier noch so auftreiben können. Weil wir sollen ja jetzt ins Hotel. Der Alte scheint ja jetzt da zu sein. Wir wissen, wen er meint. Okay, schauen wir mal. Wir sind jetzt im Hotel drin. Und ja. Was? Dich hat ein Taschendieb geklaut und jetzt besitzt du keinen Penny mehr? Ach herrje, du hattest ja auch mein ganzes Geld bei dir. Kaum lasse ich dich einen Moment aus den Augen, passiert so etwas. Das kannst du mir doch nicht antun. Darum versuche ich auch gerade, mich zu entschuldigen, okay? Es ist ja nicht, als ob wir Geld bräuchten. Sehen wir so aus? Stimmt, du hast ja denselben familiären Hintergrund, oder? Oh Mann. Man soll ja nicht über verschüttete Milch weinen. Aber was habt ihr jetzt vor? Ja, spilled milk, okay. Ich werde mir diesen kleinen Ganoven schnappen und unser Geld zurückholen. Alles klar? Wenn ja, dann los. Schnappen wir uns ein paar Londoner Ratten. London Rats. Okay, alles klar, hab kapiert. Nun gut, ich bin auch dabei. Alles klar. Gruppe bleibt wohl so bestehen. Kann ich jetzt auch wenigstens die anderen ausrüsten? Hier, Keith und... Nein, kann ich nicht ausrüsten. Egal. Einmal schnell speichern. Denn es war schon wieder sehr viel Text. Guti. Zack. Jetzt haben wir zwar kein Geld, aber das kommt bestimmt alles wieder. Schauen wir uns nochmal hier ein bisschen um. Was? Joshua hat eure Brieftasche geklaut? Dieser ewige kleine Taugenichts. Der Junge macht mir Kopfzerbrechen. Lesen und schreiben will er nicht. Nur immer Unfug treiben. Ach, ist das der Sohn, oder was? Und wenn er mir im Gasthaus helfen soll, stopft er sich mit Essen voll und haut mit der Kasse ab. Ha. Das wären 300 in bar. Nö, wir haben ja kein Geld. Alles klar. Wollen wir doch erstmal losgehen und uns wieder ein bisschen erkunden hier. Weil dieser Ort kam mir ein bisschen suspekt vor. Bin ich ganz ehrlich. Dieser Ort, wo wir waren, mit den, obwohl, erstmal, glaube ich, mache ich nochmal eine Lotterie. Ich bin mir da nicht so sicher, ob da eventuell doch noch irgendwas ist. Man sollte sich zumindest mal angucken. Wir haben ja genug, Lotterielose. Die Priesterohrringe, Siegel der Schnelligkeit, Terra-Extractera-Wurzel und Taschentücher. Okay, also, versuchen wir mal die Priesterohrringe zu bekommen. Ich bin mal gespannt, ob es klappt. Und, nö, Taschentücher. Okay, wieder ein paar Taschentücher. Kann man sich leider nicht verkaufen. Ich hab ein bisschen zahnige, weißt du? Ich hab dich was gefragt. Ja, schön für dich. Okay. So viel dazu. Guti. Wollen wir doch mal zu diesem Ort mit der Tür. Das kommt mir nämlich ein bisschen suspekt vor hier. Und? Sieht so aus, als ob dieser Laden sich bewegen ließe. Ja. Schub bringen. Drück den Knopf und führe den Zeiger auf die betreffende Stelle. Wenn du den Knopf loslässt, springt der Zeiger zurück auf die Ausgangsposition. Versuche den Zeiger auf die Stelle zu bringen, ehe der Zähler 0 erreicht. Ja, das mache ich jetzt auch schon mal, glaube ich, gleich im nächsten Video. Sollte es dazu kommen, dass ihr wieder reinschaut,
Freut euch darauf, wie ich hier wieder versagen werde. Bis dahin, sprach der Raven Knight nimmermehr.